Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Thiel. Ich betreibe seit Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht sich ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und wir gucken uns in diesem Video mal CVS Health an. Das könnte ein Schnäppchen sein, ein Schnäppchen, was interessant ist, insbesondere für Dividendenjäger, denn wir werden gleich sehen, dass die Dividendenrendite auf einem Allzeithoch steht. Und da ist natürlich dann immer die Frage, handelt es sich hier um den Griff ins fallende Messer oder haben wir hier eine Chance vor uns? Und wir gehen jetzt mal nicht in Aktienfinder, sondern nehmen einen kleinen Umweg über die relative Dividendenrendite. Das ist ein kleines Zusatztool und das macht im Prinzip einen Vergleich zwischen der aktuellen Dividende bzw. der aktuellen Dividendenrendite und der vergangenen Dividendenrendite. Und wenn die aktuelle Dividendenrendite über den historischen Dividendenrenditen liegt, dann haben wir hier 100 Punkte. Angenommen, die aktuelle Dividendenrendite wäre auf einem Allzeittief, dann hätten wir hier 0 Punkte. Die Historie, die wird ab 2007 ausgelesen. Hier im Fall von Kraft Heinz haben wir ja ein Unternehmen, was erst 2015 gegründet wurde, deshalb ist die Historie relativ knapp. Zu Kraft Heinz hatte ich übrigens vor kurzem schon ein Video gedreht und da auch explizit meine Meinung über die Aktie bzw. das Unternehmen mitgeteilt. Jetzt CVS Health. Wenn wir uns das mal anschauen, hier die Dividendenrendite bzw. die Entwicklung, dann sehen wir, es gab historisch gesehen unter 1% Dividendenrendite lange Zeit, dann ab 2011 rum 1,5% bis 2015 ungefähr 1,5%. Und dann ist die Dividendenrendite angestiegen, hat sich knapp verdreifacht auf aktuell 3,4% und soll dann mehr oder weniger auch konstant bleiben die nächsten Jahre über. Und das ist natürlich eine Einladung an Dividendeninvestoren, da mal ein bisschen näher oder beziehungsweise tiefer zu graben, um zu gucken, ob wir hier eine Kaufgelegenheit haben. Und dann würde ich sagen, geht's mal los und es wäre dann hier die Vollanalyse. Vorher aber vielleicht noch ein Wort zur CVS Health Aktie bzw. zum Unternehmen. Was macht das? CVS Health ist im Gesundheitsbereich tätig und hat verschiedene Sektoren. Da gibt es einmal das Pharmacy Benefit Management. Das kann man sich so vorstellen als eine Art wie vom Prinzip her eine Art Einkaufsverbund. CVS Health hat sehr viel Marktmacht, ist ein sehr großes Unternehmen, das werden wir auch dann bei Umsatz gleich sehen. Und die einzelnen Gesundheitsversicherer, die gehen nicht hin und tun mit den Medikamentenherstellern direkt verhandeln, jedenfalls nicht alle, sondern viele nehmen einen Umweg über dieses Pharmacy Benefit Management, also in diesem Fall über CVS Health und lassen die mit den Medikamentenherstellern verhandeln, weil sie mehr Marktmacht besitzen. Und CVS Health handelt dann Rabatte aus mit den Medikamentenherstellern, reicht die weiter an die Versicherer, behält aber einen kleinen Teil davon ein und das ist dann quasi der Gewinn von den CVS Health in diesem Sektor. CVS Health vertritt ungefähr oder mehr als 94 Millionen Mitglieder in den USA, also man sieht, dass da relativ viel Marktmacht dahinter ist. CVS Health hat auch schon jetzt fusioniert mit Aetna und allgemein ist in der Branche sehr viel fusionsgetrieben momentan, einfach um immer größer zu werden und immer mehr Marktmacht zu bekommen. CVS Health betreibt unter anderem aber auch ein Netz an Apotheken, fast 10.000 Apotheken. Und auch das läuft ganz gut rein, denn auch über die Apotheken hat CVS Health zusätzlich Verhandlungsmacht gegenüber den Pharmaherstellern. Ganz einfach, weil ja auch viele Apotheken direkt an Endkunden verkaufen, wenn es nicht verschreibungspflichtig ist beispielsweise. So dass CVS Health sagen kann, okay, wenn ihr einfach zu teuer seid, dann nehmen wir den Konkurrenten und stellen den in unsere Apotheken und verkaufen eben dessen Medikamente. CVS Health treibt unter anderem auch noch Express-Arztpraxen, so nenne ich das mal, auf Englisch heißt es Minute-Kliniken. Sie haben auch Pflegeeinrichtungen, also früher nannte man es Altersheime, aber das ist ja jetzt nicht mehr politisch korrekt, aber ich denke, das versteht jeder. Wir haben dann auch noch so eine Art Spezialapotheken und Digital Services, aber das sind dann kleinere Bereiche. Also so viel mal kurz zu dem Unternehmen selbst. Und jetzt gehen wir mal in die Vollanalyse rein. Und jetzt wir wollen rauskriegen, wie gesagt, ob wir hier ein Problemunternehmen vor uns haben, das man auf keinen Fall investieren sollte, weil es eher der Griff ins fallende Messer ist. Oder ob wir hier doch vielleicht eher eine einmalige Chance haben, weil das Unternehmen an sich gar nicht schlecht ist und sich dann ja auch wieder der Kurs möglicherweise erholen wird. Und dann nehmen wir kurz das Layout. So, ich muss übrigens noch dazu sagen, ich bin Long CVS Health, also ich habe die Aktien und
Ich habe die Aktien vor allem im Rahmen von Veroptionierung und bin damit jetzt in den Miesen. Also ich bin in der Verlustzone. Das noch kurz zum Disclaimer hinten reingeschoben. Schauen wir uns jetzt erstmal CVS Health an bezüglich der Dividendenentwicklung. Wir sehen ja hier jetzt die komplette Dividendenentwicklung, dass die lange Zeit recht flach verlief. Und dann ab 2011 haben wir eine relativ starke Dividendensteigerung bis 2017. Und jetzt wurde dann die Dividende eingefroren. Wenn wir die Umsätze uns anschauen, da sehen wir eigentlich sehr schön steigende Umsätze. Wir sehen jetzt sogar einen kleinen Sprung nach oben. Durch die Aetna-Fusion werden jetzt dann die Umsätze in diesem Geschäftsjahr deutlich höher ausfallen als noch im letzten Geschäftsjahr. Was wir hier sehen bezüglich der Sicherheit der Dividende erstmal, ja, dann die Tilgungskraft. Das heißt, wir nehmen hier den Free Cashflow, das heißt also das Geld, was tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist, abzüglich dann den Dividenden, also dem Geld, was im Rahmen von Dividendenzahlungen wieder aus dem Unternehmen geflossen ist, brechen da die Differenz. Und wenn die über ist, dann hat das Unternehmen mehr Geld über den Free Cashflow erhalten, als es an Dividenden ausbezahlt hat. Da sind die Dividenden also übergedeckt. Und wir sehen hier eine Tilgungskraft von knapp 4,8 Milliarden, weil der freie Cashflow oder Free Cashflow ist 6,8 Milliarden hoch, Dividenden 2 Milliarden, sodass 4,8 Milliarden überbleiben. Also aus dieser Sicht hätte man die Dividenden ja auch noch erhöhen können. Wenn wir uns hier mal einfach gucken, ob CVS Health in der Vergangenheit ein gutes Investment war, dann muss man sagen, in der langen Vergangenheit ja, also auf lange Sicht. Wir haben hier ja die zwei Krisen, Dotcom-Bubble, dann haben wir die Finanzkrise, das sind die meisten Aktien unter Räder gekommen. Dazwischen war CVS aber noch gutes Investment gewesen und hier auch. Das hat angefangen sich zu drehen dann hier in 2016, wo man jedes Jahr Kursverluste erlitten hat mit der Aktie, sodass dann in Folge die Dividendenrendite eben stark angezogen ist, weil die absoluten Dividendenbeträge wurden ja erhöht von 2015 bis hier 2017. Genau, bis 2017. Und dann die Kurse sind aber gefallen, sodass dann die Dividendenrendite sich ungefähr verdreifachen konnte. Und hier ist ja nochmal die Kursentwicklung. Momentan kostet die Aktie 58,50 US-Dollar. Ja, und jetzt die Frage, warum ist die Aktie so stark gefallen? Und warum fällt sie eigentlich schon relativ länger? Und da gucken wir uns einfach mal hier den Gewinn pro Aktie an oder gehen wir erstmal auf die operative Marge. Das ist also wirklich die Marge aus dem täglichen Geschäftsverlauf. Und da sehen wir, dass die Margen sinken und zwar 6,3%, 6,17%. In 2015 sind sie schon gesunken und dann sinken sie immer weiter. 5,8, 5,1, nochmal 5,2 und jetzt knapp 5%. Wir sehen hier also Kostendruck war höchstwahrscheinlich und der dann zu sinkenden operativen Margen führt. Das kann natürlich ein Grund sein, auch für die sinkenden Kurse, weil das auf die Unternehmensgewinne drückt, selbstverständlich. Was jetzt auch interessant ist, wenn wir die Nettomarge einblenden, dann sehen wir, dass die relativ nah oder beziehungsweise parallel unterhalb der operativen Marge verläuft, weil da gehen jetzt nochmal die Zinsen ab, also Schuldzinsen gehen ab, Steuern gehen ab und was da auch noch drin ist, sind außergewöhnliche Geschäftsvorfälle. Und letzteres ist wichtig, wenn wir uns das hier angucken, jetzt das letzte abgelaufene Geschäftsjahr 2018, da sehen wir plötzlich, dass wir eine negative Nettomarge haben, was nichts anderes heißt, als dass das Unternehmen CVS Health Verlust gemacht hat in 2018. Das heißt, für jeden US-Dollar Umsatz hat CVS Health im Prinzip 0,31 US-Cent Verlust gemacht. Und bei einem Umsatz von 195 Milliarden US-Dollar kommt da dann doch ein bisschen was zusammen. Und das sehen wir dann auch hier, wenn wir den Gewinn pro Aktie einblenden. Dann sehen wir langfristig ein schönes Gewinnwachstum, auch noch in 2015, 2016, 2017, obwohl hier die Margen leicht gesunken sind. Das ist übrigens pro Aktie. Das hier ist auf Unternehmensebene. Wir sehen dann hier aber in 2018 den absoluten Einbruch von 5,90 US-Dollar bilanzierten Gewinn, bereinigt um die US-Steuerreform, auf minus 57 US-Cent pro Aktie. Und da muss man sich natürlich dann die Frage stellen, was ist da passiert? Und das habe ich natürlich getan. Und wir haben hier eine Abschreibung vor uns. Und zwar habe ich ja schon die Pflegeeinrichtungen, Nursing Facilities auf Englisch erwähnt. Und die hat sich CVS einverleibt
im Rahmen eines Kaufs eines Unternehmens namens Omnicare im Jahr 2015. Dafür hat CVS bezahlt 2,9 Milliarden US-Dollar. Und von diesen 12,9 Milliarden US-Dollar hat jetzt CVS im Jahr 2018 sage und schreibe 6,1 Milliarden US-Dollar abgeschrieben. Also fast die Hälfte. Mit anderen Worten, ja, der Kauf von Omnicare hat sich als ja, betriebswirtschaftliche Katastrophe erwiesen und man hat fast die Hälfte von dem Ding hat sich in Luft aufgelöst. Die hohe Abschreibung auf der anderen Seite legt den Verdacht nahe, dass da jetzt keine Salamitaktik gefahren wurde, sondern dass man jetzt versucht, dort reinen Tisch zu machen, was dann für die Zukunft positiv sein sollte. Wir haben hier dann die Schätzungen der Analysten und da ist er dann wieder. Wir haben hier ein kleines Tal und dann geht man wieder davon aus, dass wir einen Gewinn haben pro Aktie von 5 US-Dollar und dann soll er wieder steigen aufs 6, das wäre dann ein Allzeithoch quasi und dann aufs ja, knapp 8 US-Dollar sogar. Also was man hier sieht, ist, dass wir hier kein langsames Siechtum haben eines Unternehmens, sondern wir haben hier einen vermutlich, ich weiß es ja auch nicht genau, aber vermutlich einmaligen Einbruch aufgrund eben dieser Abschreibungen und der wird vermutlich in gleicher Größenordnung jedenfalls nicht mehr, auf jeden Fall nicht bei Omnicare stattfinden. Dann wäre Omnicare komplett abgeschrieben, sodass wir dann davon ausgehen können oder ich es für plausibel halte, dass wir dann hier wieder aus dem Tal rauskommen und wieder positiven bilanzierten Gewinn haben. Gucken wir uns den operativen Cashflow an, dann sehen wir ja, dass der von den Abschreibungen nicht betroffen ist. Das ist ja nicht cashwirksam, das Ganze. Das heißt hier operativ läuft das Geschäft im Prinzip weiter. Das sieht man ja auch an den operativen Margen und hier an der Umsatzentwicklung. Wenn wir uns den freien Cashflow angucken, dann sehen wir ebenfalls, dass in Übereinstimmung mit der Tilgungskraft, dass die Dividende gedeckt ist. Insofern, wir haben zwar hier einen bilanziellen Verlust, aber die Dividende scheint jetzt erstmal nicht in Gefahr. Auf jeden Fall nicht, sehe ich das nicht so. Wir könnten hier noch ein bisschen weiter gucken, die Schuldenentwicklung und so, das lasse ich jetzt mal weg, weil sonst wird das Video zu lang. Was ich jetzt noch zeigen möchte, wäre die Bewertung. Da haben wir ja schon einen Anhaltspunkt anhand der hohen Dividendenrendite, wo man sagen könnte, das Unternehmen ist zu einem Schnäppchenpreis zu haben. Wir können der auch einen Fair Value Dividende einblenden. Und da sehen wir dann, dass die Bewertung momentan bei 122 US-Dollar wäre. Interessant aber, wir haben hier einen sinkenden Fair Value Dividende. Wie kommt das zustande? Ist recht schnell erklärt. Wir haben hier im Prinzip mal nur im Vergleich aktuelle Dividendenrendite zum Schnitt der Dividende in den letzten 10 Jahren. Und dieser Schnitt in den letzten 10 Jahren, der wird, je weiter wir in die Zukunft gehen, immer höher. Das kann man hier auch ablesen. Hier war er 2,32% und da gab es nur 2,1%, 1,9% und da 1,64%, sodass quasi diese Überbewertung der jetzt ja konstant gehaltenen Dividende immer niedriger wird. In diesem Fall würde ich also fast relativ weit hier hinten nehmen, also dann zum Beispiel die 87 US-Dollar, aber nicht diese 122 US-Dollar. Was wir auch machen können, und das ist meines Erachtens sogar noch wertvoller, das ist ein Vergleich basierend auf dem Gewinn bzw. operativen Cashflow. Wenn wir jetzt mal gucken, wie hoch die Aktie, da zoomen wir mal ein bisschen rein, bewertet ist basierend auf dem Gewinn. Da können wir erstmal hier nichts machen mit dem Gewinn, weil er wurde ja Verlust gemacht. Das heißt, da haben wir kein KGV. Wir können aber ausweichen auf zum Beispiel das laufende Geschäftsjahr und da hätten wir ein KGV von 11,7 und dann würde es sinken. Dieses Sinken, das ist immer ein schönes Indiz, weil das heißt, dass die Gewinne prognostiziert steigen sollen. Bleiben wir mal hier 2019, 11,7, ein Jahres-KGV. Im C-Trend, der 10-Jahres-Schnitt, das ist dann der hellgrüne, dickere Balken, der war bei über 16. Also hier haben wir historisch gesehen eine doch recht niedrige Bewertung von CVS. CVS hatte sogar mal ein KGV von 22 gehabt, Spitze in 2015, als der Kurs ganz oben war. Und jetzt also knapp, also 12 knapp, sich fast halbiert das KGV. Gucken wir uns den operativen Cashflow an. Für den haben wir auch hier Zahlen, weil der ist ja weiterhin positiv. Da sehen wir jetzt momentan einen operativen Cashflow von knapp 7 auf ein Jahr bezogen im Vergleich zu knapp 10, 10-Jahres-Zeitraum. Also auch hier eine klare Unterbewertung. Überall, über alle Jahre haben wir hier eine klare Unterbewertung. Und der operative Cashflow und das KGV, mit deren Hilfe kann man dann ebenfalls einen fairen Wert ausrechnen. Holen wir uns mal den operativen Cashflow rein.
Und da sehen wir was auch etwas Interessantes, und zwar der schmiegt sich an den fairen Wert der Dividende ab dem Jahr 2020. Das heißt, der operative Cashflow, der steigt ja, während der Fair Value Dividende aufgrund der historisch gestiegenen Dividende sinkt. Und dann haben wir hier einen fairen Wert vom operativen Cashflow bei 84 US-Dollar, 85 US-Dollar, und hier wären es 93 US-Dollar. Und auch interessant ist, hier soll der operative Cashflow dann wieder sinken im Jahr 2021, soll niedriger sein als 2020. Das sieht man dann hier oben. Bleibt das Geheimnis der Analysten, woher die wissen wollen, dass in 2021 der operative Cashflow niedriger sein wird pro Aktie, also in 2020. Aber sei es drum, das sind jetzt die Zahlen, die wir gekriegt haben. In diesem Fall, wenn der operative Cashflow sinkt, würde ich der Einfachheit halber dann 2021 nehmen. Das ist ein bisschen vorsichtiger als das hier, also quasi niedriger gerechnet. Und dann hätten wir hier einen fairen Wert jeweils von 87 US-Dollar, den ich da heranziehen würde. Da können natürlich noch das KGV dazu spielen. Und da soll dann hier der bilanzierte Gewinn steigen. Hier für 2020 haben wir übrigens eine schöne Kreuzung. Da wäre dann der faire Wert irgendwo zwischen 93 und 95 US-Dollar und hier eben zwischen 87 und 116. Würde ich hier 87 nehmen, weil ich ein vorsichtiger Mensch bin. Und dann tun wir das Ganze mal ein bisschen vorsichtiger angehen. Der aktuelle Kurs ist 85,5 US-Dollar und es würde eine Unterbewertung machen, habe ich ausgerechnet, von 37%. Damit wäre also CVS deutlich unterbewertet und das Kursziel wäre sozusagen, also mittelfristig jetzt innerhalb der nächsten 3 Jahre, würde das Kursziel dann irgendwo bei 87 US-Dollar liegen. In diesem Sinne wäre die Aktie also attraktiv bewertet und insbesondere für Dividendeninvestoren interessant. Eine Alternative zu CVS Health im gleichen Segment tätig, auch in den USA, das wäre übrigens die United Health Group. Bei der läuft es besser und die ist auch im Aktienfinder enthalten. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.